So hat die Jury eine Arbeit ausgezeichnet, die sich mit einer Grundsatzfrage beschäftigt: Welchen Einfluss haben Preise auf die Positionierung des Einzelhändlers, auf die Preis- und Qualitätswahrnehmung der Marken und beeinflussen sie eigentlich das Kaufverhalten eines Kunden? Dass sich gerade in den Stores, die ich untersucht habe, die Kunden sehr preisbewusst waren. Allerdings ist es schon so, dass es auch im Onlinehandel eingesetzt werden kann und bereits eingesetzt wird. Und genau da findet eben meine Arbeit auch einen Ansatz, sodass man letztendlich Bescheid weiß, wie die Kunden auf eine derartige Anordnung reagieren. Diese Zusammenarbeit mit Universitäten ist bei uns noch ein recht flüchtiges Reh, aber es wird natürlich stärker. Warum? Weil der Wettbewerb uns dazu zwingt, mehr nachzudenken. Und wenn wir dann noch Glück haben und wachsen, brauchen wir sowieso mehr Ressourcen. Und das sollen natürlich auch smarte Ressourcen sein. Der Wissenschaftspreis ist für mich die Brücke zwischen Forschung und Praxis. Ich finde, die beiden Seiten sprechen viel zu wenig miteinander, obwohl die sehr viel voneinander profitieren könnten. Und für mich ist es eine Ehre, Teil der Brücke zu sein.